So, Leute, Bestandsaufnahme, wie sieht's aus? Andere Seite, neues Glück, also jetzt die Beifahrerseite. Wer sehen könnt, ist hier das Trittbrett noch dran, nicht mehr lange, kommt gleich die große Flex, dann ist das Ding weg. Schön ist es eh nicht, aber ist egal. Kotflügel vorne, bin ich hier echt noch nicht sicher. Schweiß oder nicht Schweiß, aber wahrscheinlich werde ich ihn schweißen, bevor wir einen neuen kaufen. Wird das Ding erstmal wieder zusammengeschweißt. Und dazu zeige ich euch mal, ich nehme jetzt meine Kamera wieder raus. Wir machen Bestandsaufnahme. So, wie sieht's aus? Kotflügel vorne. Da seht ihr schon die riesen Löcher. Also es passt, sage und schreibe, 4 Finger rein. Und dabei die ganze Hand, wenn ich noch zweimal drauf gehen habe. Aber so weit bin ich noch nicht. Also Kotflügel vorne. Da die Tür, das ist wahrscheinlich nur in Rosten. Größeres Problem ist, dass da wieder ein Stück Schweller fehlt. Und das wird sich nach vorne hin durchziehen wieder. Da wird auch ein größeres Stück rausgeschnitten bestimmt. So, Kotflügel. Sieht diesmal nicht ganz so schlimm aus wie auf der anderen Seite. Ist aber auch im Arsch. Wie ihr sehen könnt, da auch völlig durchgerostet. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, da hört man schon, die Außenwand hat kein Halt mehr mit dem Radkasten. Also das ist auch alles abgefault. Obenrum, der Radlauf sieht noch ganz gut aus. Dann kommen wir nach hinten. Auch hier alles abgefault. So, da hängt schon der ganze Kleister daneben. Da werde ich dann mal, wenn wir das auseinandergeschnitten haben, mache ich wieder ein paar Bilder rein. Stoßstange nehme ich auch wieder ab. Bilder gibt es extra. Hier sind jetzt die Bilder, wie versprochen. Ich hatte schon einen Teil rausgeschnitten und ihr seht schon, eine Ecke rausgeschnitten, noch eine Ecke rausgeschnitten. Jetzt werde ich den Mist wieder zusammenschweißen. So, wieder zurück beim Toyota. Also, Toyota, ja, hier bin ich. Ich mache jetzt die hintere Ecke. Heute, ich glaube, Stunde 65, 67, 68, irgendwas in der Zeitspanne. So, hinten die Ecke ergänzen, wie ihr seht. Ich arbeite ohne Kotflügel, Krimskram und den ganzen Mist und also ohne Fertigteile. Ich nehme keine Ersatzbleche aus dem Handel, sondern ich fertige alles selber. Und jetzt werde ich draußen mal euch zeigen, wie ich den Zuschnitt mache. Okay, so sieht jetzt das Blechteil aus, was ich eben aus dem Motor rausgeschnitten habe. Und jetzt muss diese ganze Plünder hier ab. Und das geht am besten mit einem Heißluftföhn. Das mache ich jetzt schön warm. Und dann sollte sich das abziehen lassen. So, die Kleberreste
den Hupa zu entfernen, einfach schön, zack, und runter die Scheiße. Dann werde ich die anderen Bleche noch runter machen und dann mal sehen, wie weit die Folge kommen. Halt euch auf den Laufenden. Läuft.